Liebe Fußballfreunde, zur Folge 006. Leider ist mir ein Fauxpas passiert und ich werde es euch erklären. Wir haben ja heute die Spieltage, jetzt mal überlegen, 26 bis 30. Und ich habe alles schon aufgenommen gehabt, aber ich hatte vergessen, mein Headset, das Mikro so zu stellen, dass das hier in der Nähe von damit man das gut hört. Ich hatte das hochgeklappt und dadurch hat man mich so gut wie gar nicht gehört. Und das wollte ich euch nicht antun, weil das war so eine schlechte Qualität, da ich gesagt habe, dann machen wir es etwas anders. Ne? Und ihr seht jetzt allerdings dann schon die Ergebnisse. Ne? Also ihr seht, so wie es ausgegangen ist, wir sind nach dem 30. Spieltag sind wir auf Platz 4 abgerutscht. Dresden ist weiterhin auf Platz 1 mit 58 Punkten. Rot-Weiß Essen ist ist dazwischen gerutscht auf den direkten Aufstiegsplatz und Viktoria Köln hat uns sogar noch den Relegationsplatz weggeschnappt. Aber alles nach und nach. Fangen wir mit dem ersten Spiel an. Wir können ja hier den Spielbericht anzeigen und ich kann euch ja dann die Tore zeigen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Auf geht's. So, da sehen wir auf der linken Seite, also es ist 0-2 ausgegangen. Wir haben leider verloren, der Hallische FC hat gewonnen. Und hier ist das erste Tor von Denis, Tunay Denis. Und dann gleich das 2-0. Also ihr seht, das war sehr schnell für uns schlecht gelaufen. Aber zu dem Zeitpunkt waren wir noch in der Tabelle, standen wir noch ganz gut. Und deswegen mache ich das heute mal ein bisschen anders für euch. Erzähl mal so ein bisschen, was wir hier um TSV 1860 München herum, was die Mannschaft betrifft. Aber erstmal die Ergebnisse, dass es dann hier, wie es hierzu gekommen ist. Kommen wir zu dem nächsten Spiel von uns. Das war jetzt gegen Werl. Das konnten wir allerdings 2-3 gewinnen. Und da will ich euch natürlich auch den Spielbericht zeigen zu. Es geht leider nicht anders heute. Passiert mal. Ne? Ich meine, so ein Projekt. Man macht Fehler. So, jetzt aber hier zum Spiel. Gutau in der Mannschaft drin. Und Güler legt auf Schröter ab. Güler ist in die Mannschaft reingekommen, weil Schwarz und Sulimani beide schwer verletzt sind oder länger verletzt sind. Hier der Anschlusstreffer durch Wolfram. Da war Schwarz noch mit dabei. Und Tor für den 1860 München. Steinhardt hat die Flanke reingebracht. Und Schwarz war es sogar, der das Tor erzielte. Da war er noch fit. Der Ausgleichstreffer gewesen sein. 2-2. Ne, das war's schon. 3-2 ging es für uns aus. Und ich weiß nicht, was man hier noch Spieler, Statistiken. Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Auch interessant. Kann man demnächst auch mal sich angucken. Das sind die Statistiken, das ist die Statistik von Werl. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, haben wir die Statistiken von 1860 München. Muss ich mir mal in Ruhe angucken, aber hier sehen wir so Begriffe wie Passspiel, Passen, Flanken, Zweikampf, Tackling, Lufthoheit, Kopfballtechnik, diverses und Torschüsse. Da ist mal ganz interessant. Okay. Das war der zweite Spieltag, also der 27. Spieltag. Dann kam der 28. Spieltag. Da haben wir ein 1-1 gegen Ulm gespielt. Auch das will ich euch zeigen. Schauen wir uns die Tore an. Also ihr seht, wir haben es schwer gehabt durch die Verletzung. Wir spielen in den Hellbaum. Christensen auf Castanares, der macht hier das 1-0 für Ulm. Da ist nicht mehr viel passiert.
Tarnath steckt auf Butter durch und der macht hier das 1:1 und das war es dann schon. Also auch in dem Spiel nichts Großartiges. Natürlich, wenn ich euch das gezeigt hätte, wie es sonst normalerweise aufhört, wäre es ein bisschen spannender gewesen. Aber wir müssen heute leider so ein bisschen nüchtern das Ganze. Wird dann auch ein kürzeres Video. Habe ich aber ein bisschen mehr Zeit, euch andere Sachen hier zu zeigen. So, jetzt kommt der 29. Spieltag und das war der Knaller. Da waren wir wirklich top in Form gegen Dynamo Dresden. Und das will ich euch natürlich zeigen. Das war ein Auswärtsspiel. Und da war ich selber baff, weil wir nicht in Bestbesetzung gespielt haben. Wir mussten Lackenmacher vorne einsetzen. Wir mussten Süler heißt er, glaube ich. Ja, aber Lackenmacher macht das Tor hier. Richtig geil. Süler erzwingt hier ein Eigentor von Ehlers. Da wird Starke noch gefoult, aber Quadro, unser Abwehrchef, haut das Ding einfach in den Winkel. Jetzt kommen die Tore von Dresden, Zimmerschied. Und das war eine knappe Sache am Ende. Es waren ein paar Minuten noch zu spielen und da hätten die tatsächlich noch einen Ausgleich schaffen können. Kutschke, der in der Tabellen, also in der Torjägerliste führt, trifft hier. Kreilinger setzt sich durch und wieder ist es Lackenmacher, der seinen zweiten Treffer erzielt. Übrigens, der Vertrag von Lackenmacher wurde verlängert, genau wie von Quadro. Von Verlat, der Vertrag wurde verlängert. Ja, und das war das Top-Spiel gewesen. Und leider nur ein paar Ausschnitte, die ich euch hier zeigen kann. Und dann kommen wir zum letzten Spiel. Und das war ärgerlich, weil da hat es uns tatsächlich zerrissen. Da haben wir gegen Münster 1:4 verloren. Aber auch das will ich euch wenigstens zeigen, damit ihr nicht enttäuscht seid, wenn ihr heute diese Folge nur diese Kurzfassung seht. Ich verspreche euch, beim nächsten Mal passiert mir dieser Fauxpas nicht. Also wie gesagt, ich habe mein Headset, das Mikro hochgeklappt gehabt, dadurch war eine ganz schlechte Audio. Das wollte ich euch echt nicht zumuten. Münster war in Topform, wir haben einen ganz grottenschlechten Tag erwischt. Da lief nichts zusammen für uns. Nioff hat, glaube ich, auch zweimal getroffen. Jetzt trifft er hier. Er hat, glaube ich, noch ein zweites Mal getroffen. Ich weiß gar nicht, wer bei uns das Tor gemacht hat. Und hier nochmal. Also es lief wie im Fließband bei den Münsteranern. Und das war es dann schon. Ich weiß gar nicht, ob jetzt alle Tore tatsächlich gezeigt worden sind. Aber so sieht es jetzt in der Tabelle aus. Dresden auf 1, Rot-Weiß Essen auf 2, Viktoria Köln. Aber guckt euch die Punkte an. 51 Punkte haben wir, das ist nur ein Punkt auf Viktoria Köln. Nur 2 Punkte auf den direkten Aufstiegsplatz bei Rot-Weiß Essen. Und 7 sind es auf Dresden, die wir ja geschlagen haben. Im Abstiegskampf ist Bielefeld, Lübeck, Aue und Dortmund 2. Und MSV Duisburg kämpft hier noch gegen den Abstieg. Freiburg und Werl hat sich da erstmal abgesetzt. Insofern haben die da nichts zu befürchten. Spielerstatistiken. Kutschke, die wir ja eben gesehen haben, mit 18 Treffern auf 1. Jules Schwarz, der leider jetzt länger verletzt war, genau wie Sulimani. Platz 2 mit 16, beziehungsweise Sulimani auf Platz 4 mit 12 Treffern. Und ja, was kann ich euch sonst noch sagen? Ich will mal gerade schauen. Gehen wir mal zurück jetzt hier. Mal meinen Posteingang. Jetzt ja die Social Feed Geschichten. Ich will mal
was da noch alles drin ist an Restnachrichten, was ich euch wenigstens hier zeigen kann. Wir gehen mal langsam durch. Rheintaler verletzt sich im Training, das ist eine Nachricht von uns. Zwart steigt wieder voll ins Training ein, so der war länger Zeit verletzt. Schurz unterschreibt Vorvertrag, das ist mir sogar in Gang gegangen. Das ist ein Jugendspieler, okay. Genau wie hier Brinko, also wir. Der Sportdirektor hat hier alles dafür getan. Ja, Steinerts Verletzung, das ist jetzt aktuell das, was zuletzt gewesen ist. Auf der Position muss jetzt Kurt Kahn ran. Nein, aber es sind leider die Sachen, die ich euch jetzt noch erzählen wollte, sind hier nicht drin. Bei den Nachrichten, ob man da noch irgendwie was rausholen können. Nee, da ist jetzt nichts drin. Aber da muss ich es euch anders zeigen. Dann gehen wir nochmal zur Mannschaft. Also, was jetzt mein Sportdirektor mit mir gemacht hat, war, dass wir hier versucht haben, die wichtigsten Verträge von den wichtigsten Spielern zu... Ja, das können wir noch anders machen. Mannschaftsgefüge. Ich glaube, da geht das sogar noch besser. Gehen wir nochmal zur Hierarchie. Genau, fangen wir mal an mit denen, die bei uns wirklich das Sagen haben. Steinhardt, sein Vertrag läuft aus. Das heißt, 24/30 ist Schluss. Da versuchen wir aber noch ranzugehen. Dann haben wir hier Verlat, Jesper Verlat. Den Vertrag konnten wir verlängern. Das ist, nee, auch noch nicht. Ist auch noch nicht verlängert. Heidedei. Heidedei, ich dachte, er wäre auch schon verlängert. Also Hiller. Hiller müssen wir nochmal gucken. Vertrag. Der ist erstmal bis 25. Okay. Dann haben wir Quattro. Ich glaube, den haben wir für 3 Jahre verlängern können. Genau so ist es. Der wurde für 3 Jahre verlängert über den Sportdirektor. Das haben wir hinbekommen. Das war schon mal wichtig. Tarnath, meine ich, waren wir dran? Nee, noch nicht. Berenzi, der wurde, glaube ich, verlängert. Oder muss noch? Nee, muss auch noch. Eieieiei. Dann gehen wir mal hier durch. Stark wurde ja schon verlängert, das wissen wir ja schon. Rieder sind wir, glaube ich, dran. Ist noch nicht. Aber Sulimani, der hat noch lange Vertrag. Ich glaube, bis 26. So ist es. Da brauchen wir nichts machen. Joel Schwarz, den haben wir verlängert bekommen. Das weiß ich. Bis 27. Das sind so Schlüsselspieler. Da müssen wir auch an Marlon Frei, glaube ich, haben wir auch verlängert bekommen. Ja, bis 25. Die anderen hier, da waren wir noch nicht dran. Ich gucke jetzt noch mal. Kahn Kurt, haben wir den nicht auch verlängert? Bis 25. Also, die wichtigsten Verträge, die wir jetzt noch festsuchen müssen, Steinhardt, Hiller, Verlat, da gehen wir jetzt auch demnächst noch dran, ja. Und Tarnath müssen wir auch noch verlängern. Aber hier Schwarz, Sulimani. Da haben wir schon, da sind wir schon tätig gewesen. Das haben wir schon hinbekommen. Okay. Ja, leider kann ich euch jetzt nicht mehr zeigen. Das war es dann jetzt schon. Es ärgert mich jetzt auch so ein bisschen. Wir gucken mal in den Terminplan, der dann in der kommenden Woche kommt. Da haben wir Freiburg 2. Das ist hier das Knallerspiel Viktoria Köln, weil die uns ja gerade den 3. Platz sogar streitig gemacht haben. Dann haben wir Regensburg, Saarbrücken und Unterhaching und das sind die letzten 3 Spiele, die wir dann zu erwarten haben.
Da ich ja jetzt ein bisschen Zeit habe, wollen wir uns mal anschauen, Jugendspielerkandidaten, ob es da welche gibt. Vorschau, da müssen wir mal gucken, wie, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert hier. Der Verein nimmt jährlich neue nach zum Probe. Ah, okay. Da können wir jetzt, glaube ich, nichts sehen. Aber wir haben hier die zweite Mannschaft. Da können wir zum Beispiel mal gucken, da haben wir hier gesehen, er hier, Stürmer, 19 Jahre alt, dem würde ich jetzt, erstmal würde ich gerne schauen, ob man da vertragsmäßig endet 25. Da können wir mal, das können wir ja jetzt ruhig mal machen, da können wir ja den Sportdirektor mal verhandeln lassen. Und dem würde ich natürlich im Moment gerne tatsächlich auch mal zweite Mannschaft, okay. Kann man den jetzt in die erste Mannschaft reinbekommen? Ja, den könnte ich jetzt zum Beispiel, das können wir mal probieren, in den Kader von 1860 München. Das wäre Reserve. Dann machen wir jetzt mal in die erste Mannschaft, okay. Weil den würde ich gerne mal sehen, auf der Position. Kann auch ruhig mal ein paar Spiele bekommen vielleicht noch. Ja, das ist hier so. Weil der hier hat wirklich... Das könnte ein interessanter junger Mann sein. Da gucken wir mal vertragsmäßig. Da müsste jetzt der Sportdirektor mal... Talent dürfen wir uns nicht gehen lassen, denke ich mir. Okay, dann haben wir noch die Reserve. Ja Freunde, aber das kann ich alles mal in Ruhe für mich machen. Leider ist das jetzt ein kurzes Video für euch geworden. Ja, das tut mir jetzt wirklich leid. Das ist die aktuelle Situation. Wir sind auf Platz 4 zurückgefallen, weil wir im letzten Spiel gegen Münster wirklich eine Klatsche gekriegt haben. DFB-Pokal sind wir ja raus. Und ich verspreche euch natürlich, beim nächsten Mal wird sowas nicht mehr passieren. Ja. Das wird jetzt ein kurzes Video, dann seid ihr schnell mit dem Schauen fertig. Ja. Und ich freue mich schon auf den 9.9. euch dann wieder ein etwas längeres Video zu präsentieren mit den gewohnten Spielszenen, damit die Spannung für euch erhalten bleibt. Leider konnte ich es heute nicht anders machen. In diesem Sinne sage ich Tschüss und Bye. Geht bitte auf die anderen Kanäle, die sind oben in der Beschreibung verlinkt. Ja. Und da könnt ihr drauf gehen, ein Abo da lassen, etc. pp. In diesem Sinne, ciao, Kakao.